Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Teil 10. Wir haben das Rätsel und den ersten Zusatzdungeon, das war die Festung der Krähen, gelöst. Das war ein Fluch gewesen, der auf ein Pärchen da gelastet hat. Und jetzt wollen wir mal der zweiten Sache nachgeben, nämlich dieser Mann namens Cassandra, die hat uns die Zukunft vorausgesagt. Und also vor zig Videos, weiß nicht mehr, ganz am Anfang des Spiels. Auf jeden Fall meinte sie, wir sollen später nochmal wiederkommen. Weissagung. Aha, das andere Auge von Goros. Eure Zukunft wird euch an einen Ort führen, der sowohl wunderbar als auch absonderlich ist. Und dies wird euch den Weg zeigen. Aha. Interessant. So, dann schauen wir nochmal hier bei Aufträge. Wissen. Das andere Auge von Goros. Und wir haben diese Traumscherbe, die auch nochmal wichtig ist, glaube ich, für irgendeins von den zwei neuen Dungeons. Ich glaube, das mit der Traumscherbe ist der dritte, den ich noch nicht gefunden habe. Gerüchte besagen, ein Blick durch diesen kleinen Diamanten vertreibe Lügen und enthülle verborgene Wahrheiten. Ah, das kann natürlich gut sein, dass wir jetzt in der Welt erst irgendwo finden, wie es weitergeht. Wir müssen nochmal zur Himmelschmiede. Könnte sein, dass da irgendwie was neu war. Da war ich nämlich noch nicht hin. Können natürlich jetzt auch im Netz gucken, aber jetzt habe ich gerade das Video gestartet. Das ist ja auch blöd. This will be easy. Ah, los dann, rein da! Enthülle die Geheimnisse, die wir vorher nicht gesehen haben. Vermute mal ganz oben auf der Schmiede drauf. There's something here. Das kennen wir aber schon. Da ist nämlich die Lehrmeisterin für Großmagie in, ich glaube, magische Fuki. How can you defeat a raging tempest? You cannot. You can only withstand it. The raiders did just that and gained Shalwen's respect. Mhm. Das war äußerst unterhaltsam. Ich verstehe, warum Yalat euch mag. Ihr seid seines Segens würdig. Ihr werdet feststellen, dass eure Körper nun eine gewisse Leichtigkeit hat und eure Füßen eine Gewandtheit anhaftet, die euch erlauben, Wände zu erklimmen, die zuvor für unüberwindlich gehalten habt. Wieso hab ich das nicht schon die ganze Zeit? Das ist aber sehr, 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 sehr komisch. Den hatte ich doch schon längst gehabt. Strange. Nicht, dass es jetzt irgendwo auf der Welt Sachen gibt, wo ich vorher nicht hin konnte. Das wäre natürlich echt mies, da ich ja die ganze Welt abgeklappert habe. Hm. So, bitte sag mir, dass es da was Neues gibt. Alle Scherben sind da. Nein, es gibt nichts Neues. Warum nicht? Ich habe eine Traumscherbe. Wo muss ich die einsetzen? Verflucht. Verflucht. Können wir hier irgendwas machen? Nee, können wir nicht. Aber da ist bestimmt gedacht, dass man da irgendwie nochmal weiter einen Dungeon hat. Führen wir jetzt alle da hinten hin. Da geht's bestimmt in irgendeine Parallelwelt. Ja, du Verrückter. Bring mich mal hier weg. Ja. Einmal raus hier. Ach ne, der untere. Hallo? Ne, der obere. Wieso macht das denn nicht? Keine Ahnung. Will er nicht. Dann müssen wir durch die Schmiede.
Das ist natürlich jetzt doof, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss für die zwei weiteren Dungeons. Ich wusste nur, dass ich einen halt hier bei der Hexe kriege. Moment mal. Können wir irgendwie da weiter? Nee. Nö, können wir nicht. Halt. Da vorbeigerannt. Ja, dann wird das ein Suchvideo. Auf der Suche nach dem nächsten DLC-Dungeon. What is that? Und hier gibt's auch nichts mehr. Wir müssen irgendwo auf der Weltkarte, muss es weitergehen. Irgendwas von Wilderness gelesen. Das müsste ja dann eigentlich im Westen sein. Vielleicht kann ich das jetzt erst sehen, weil ich diesen Kristall habe. Wir sollten uns da nochmal hinbegeben. We all know that these parts are full of bridges, right? Hallo? Ja, so that's where firewood is harvested. It's the perfect day to begin a journey. So, trostloses Wildernis. Gibt es hier irgendwas Neues? Da haben wir den Händler. Obelisk. Tja. Ist auch nichts Neues. Sehr wahrscheinlich ist der Krähen-Dungeon das, was in der Wildernis neu war. Ah, Festung der Krähen. Also ich glaube, hier ist nichts. Dann sollten wir mal nach oben, würde ich sagen. Schauen wir mal hier in den Gebirge nach. Climbing a mountain at night. Whose great idea was this? Ah, machen wir ein bisschen Licht, kein Problem. Das ist natürlich jetzt etwas langweilig für euch. Das ist sich blöd. We have a great view from here. Ja, supi. Wo geht's hier weiter? Nochmal im Yala-Tempel vorbeischauen. Gefährliche Höhle haben wir natürlich schon besiegt. Schauen wir mal in den Yala-Tempel rein. Yeah, some easy. Da sollte eigentlich alles tot sein. Even our oldest sagas not so much about the shadows. Das war ja so ein blöder Tele-Rätsel wieder. Ah, Mist, das war falsch.
Okay, das war auch falsch. Mist. Aber ob da oben überhaupt was Neues ist. Warum renne ich denn nicht einfach? Okay. Hebel ziehen. Können wir nicht, weil es irgendeine Aufgabe für irgendeine Charakterklasse ist, die wir nicht haben. Tja, da ist guter Rat teuer. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Vielleicht doch besser die Foren durchsuchen? Ja, das finde ich ein bisschen blöd. Jetzt tut zwar offenbaren dieser Kristall das, also ich hätte mir irgendwie einen weiteren Hinweis geben müssen. Ich kann nicht wirklich die ganze Welt abklappern, bis ich das finde. Das ist ja schlecht. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hier. Können wir vielleicht jetzt hier rein? Das ging ja vorher nicht. Nur für Orks, sagt er mir, ne? Ja, geht. Tschüss. So, jetzt sind wir im Dschungel. It's the perfect day to begin a journey. We are all aware that these parts are full of brigands, right? I'm voting we make camp. Who's with me? Tja, keine neuen Infos. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Sieht schon schön aus hier. Tja, was nun? Was nun? Schallwald.
Also das Video kann getrost übersprungen werden, das schreibe ich dann auch in die Infos. Weißt du irgendwas darüber? Nein, weißt du nicht. Murks. Strange. Haben wir hier irgendwas Neues? Da oben das Teil kann man noch nicht sehen und das kann man auch nicht sehen. Da konnte man aber auch nichts machen, habe ich mir beides angeschaut. Ist wohl auch für zukünftige Sachen gedacht. Tja. Was nun? Können wir mal hier ins Wasser gehen? Aber man kommt da halt nicht weiter, ne? Kann also im Endeffekt da auch gar nicht hin. Ja, wir haben die Möglichkeit gar nicht. Alles abgeklappert, was abklapperbar ging am Wasser. Man sieht schon, hier wird es tiefer. Los, zeig mir irgendwas, dass hier was aufgeht oder so. Und wir da hin können. Können wir aber nicht, genau wie da. Schlecht. Tja, wo waren wir denn? Hier oben waren wir vielleicht noch bei ein paar Stellen nicht. Grab mal des Grauens. Was sagt denn die Zeit? Ja, 18 Minuten am Suchen. Super. Super duper, nichts passiert. Das erzählt. Ja, ich würde sagen, ich durchforst mal die Foren und schau mal, ob irgendeiner schon entdeckt hat, wo man hin muss. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tut mir leid, dass wir hier so ein Suchvideo haben, aber was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es gab keinen Hinweis. Bis demnächst, euer